Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen im Naturhistorischen Museum. Wir eröffnen eine neue Dauerausstellung, einen Teil der Ausstellung in der Mineraliensammlung im Saal 4. Die neue Ausstellung befasst sich mit dem ganz allgemeinen Thema Strahlung in der Umwelt. Hier ist einerseits gemeint sowohl die Fluoreszenz wie auch die Phosphoreszenz, also das Leuchten der Minerale, aber andererseits auch die natürliche Radioaktivität, von der wir alle umgeben sind. Und hier gibt es bestimmte Themen, von denen viele Besucher vielleicht nicht so genau wissen, dass es sie überhaupt gibt. Radioaktivität ist oft negativ besetzt und teilweise natürlich aus gutem Grund. Aber man vergisst dann auch, dass Radioaktivität auch Teil unserer Umwelt ist. Es gibt verschiedene Minerale, Gesteine, die radioaktive Isotope enthalten, wie zum Beispiel das grundlegend notwendige Element Kalium, das auch ein radioaktives Isotop enthält, aber auch Elemente wie Uran und Thorium und viele andere in der Natur tragen zu unserer normalen radioaktiven Umwelt bei. Nicht nur Gesteine und Minerale tragen zur natürlichen Radioaktivität bei, sondern auch kosmische Strahlung beispielsweise ist hier ein wesentlicher Faktor, von dem eigentlich niemand weiß, dass er permanent von solchen Strahlen durchdrungen wird. Nun, nachdem Radioaktivität Teil der Natur ist, bedeutet das auch, dass bereits von Anbeginn an des Lebens auf der Erde das Leben immer dieser Art von Strahlung ausgesetzt war, ja vermutlich sogar einen Teil zur Evolution beigetragen hat. Was wir hier allerdings zeigen möchten, sind einige ganz besondere ausgewählte Objekte einerseits und auch ein paar interessante Experimente. Und wir laden Sie daher ein, in den nächsten Tagen, das Museum ist nun wieder geöffnet, leider kann es keine normale Eröffnungsveranstaltung geben, daher machen wir das auf diese Art und Weise per Video, aber wir laden Sie ein, sich im Saal 4 dann diese neue, sehr spannende Dauerausstellung hier im Naturhistorischen Museum in Wien anzusehen. In unserer Ausstellung werden also auch Uranmineralien gezeigt. Wir können natürlich nicht alle zeigen, aber wir haben 6 Stück ausgewählt, die einerseits schön aussehen müssen. Die Besucher wollen was Schönes sehen. Andererseits dürfen sie auch nicht zu stark strahlend sein. Wir können jetzt keinen großen, schweren Uranerzbrocken reinstellen. Das wäre dann gesetzlich nicht erlaubt. Es gibt ca. 300 Uranmineralien weltweit, die bekannt sind. Und jedes Jahr werden ein paar neue beschrieben. Zum Beispiel hier habe ich ein kleines Stück mitgebracht, mit einem Aufkleber natürlich. Damit jeder weiß, es ist radioaktiv. Das heißt Marikotit. Das kommt aus Jachimov. Heute, also früher hieß es Joachimstal. Das ist eine berühmte Silberlagerstätte, aber später hat man auch Uran abgebaut. Und das ist ganz schwach radioaktiv. Ich habe es gerade erst gemessen wieder. Also das ist quasi minimal über dem Untergrund, der hier sowieso herrscht. Dieses Uranmineral nennt sich Autunit, ein Calcium-Uranylphosphat. Also ein relativ häufiges Uranmineral, sehr hübsch und auch sehr stark fluoreszierend. Deswegen haben wir es für die UV-Vitrine vorgesehen. Als ich angefangen habe mit den Recherchen zu dieser Ausstellung, habe ich im Internet eine Karte gefunden über die Verteilung von Uran in Böden in ganz Europa. Das war damals für mich erstaunlich, dass es sowas gibt. Und das ist der sogenannte European Atlas of Natural Radiation. Der wurde jetzt erst 2020 komplett, im Februar war das, also kurz vor Corona, wurde der komplett ins Internet gestellt. Also das ist vom Joint Research Center der EU, einer EU-Kommission. Die haben also von allen Ländern die Daten hereingeholt. Uran in Böden, Thorium in Böden, auch Kalium, es gibt auch radioaktive Isotope, an die man gar nicht denkt, so viel Kalium in Graniten. Also die Verteilung von Uran in Böden in Europa ist sehr unterschiedlich. Wenn man diese Karte hier sieht, das sind die Werte angegeben, Milligramm pro Kilogramm. Also es ist quasi Parts per Million, ppm. Man sieht also, es gibt große Unterschiede. Die dunkelroten Bereiche sind sehr uranreich sozusagen in den Böden. Die blauen Bereiche sind quasi nicht, enthalten kein Uran. Das beruht darauf, dass es in den roten Bereichen hauptsächlich granitische Gesteine vorkommen. Diese granitischen Gesteine enthalten Spuren von radioaktiven Mineralien, wie Uraninit oder Monazit oder Xenotim, also eher seltene Minerale, die man nicht kennen muss. Aber auch das Isotop Kalium ist leicht radioaktiv. Und wenn man das vergleicht,
Uran und Thorium, auch ein radioaktives Element, das auch in Spuren vorhanden ist in diesen Mineralien. Man sieht da große Ähnlichkeiten hier. Da, wo es dunkelrot ist hier beim Uran, ist es hier dunkelgrün beim Thorium. Also das deckt sich hervorragend. Überall das sind Gebiete eben, wo granitische Gesteine zutage treten. Und die, wenn die verwittern, reichert sich das an der Erde natürlich an. Dann haben wir hier noch einen weiteren Vergleich mit Kalium. Auch hier ist es so, Kalium kommt hauptsächlich in Feldspäten vor. Und Feldspäte sind Hauptbestandteil von Graniten. Also auch hier sieht man, da was hier dunkelrot ist, ist es hier auch ein bisschen dunkelrot. Nicht so ganz extrem, aber es ist eine schöne Korrelation. Und man merkt eben, wo man wohnt, da gibt es unterschiedliche Arten von Radioaktivität. The object I will take out of this box is 2 billion years old. It comes from a natural nuclear reactor of Oklo in Gabon, West Africa. 2 billion years ago, natural nuclear reactors existed in Oklo. Relatively high concentration of uranium-235 in these rocks, in combination with the presence of groundwater, made natural nuclear chain reaction possible. It is a fine-grained rock, sedimentary rock, dark gray in color, a clay-rich breccia containing uraninite and white calcite veins. After a number of studies of these rocks, French scientists have discovered a slight deficit in uranium-235 abundance, a signature that it had gone through fission. Nature did it first. The first human-made self-sustained nuclear chain reaction was initiated on December 1942 during an experiment led by Enrico Fermi. In nuclear reactors, fission of the uranium isotope uranium-235 releases neutrons. These are slowed down, for example using water or graphite, and can then be used to split the atomic nuclei of other uranium isotopes. A chain reaction begins and huge amount of energy are released. I'm very happy that after so many years of effort to obtain this unique specimen, it will be now visible to all our visitors. And I would like to thank the sponsors that made the acquisition possible, namely Orano and the French Alternative Energy and Atomic Energy Commission. Die ultraviolette Strahlung kennen Sie alle als Teil des Sonnenlichts. Es ist jener Teil vom Sonnenlicht, der an den sichtbaren Bereich im energiereichen Teil anschließt. Deswegen ist es auch ein bisschen für unsere Haut gefährlich, wenn wir zu lange in der Sonne liegen, und das löst einen Sonnenbrand aus, weil die UV-Strahlung eben energiereicher ist. Sie kennen die UV-Strahlung aber vielleicht auch noch aus den Zeiten, wo Sie in die Disco gegangen sind. Da hat man von sogenanntem Schwarzlicht gesprochen, eine Bezeichnung, die mir nicht so gut gefällt. Sie beinhaltet aber, dass wir das Licht, das ultraviolette Licht, nicht mehr sehen. Das ist mit Schwarzlicht gemeint. Im Mineralreich ist es so, dass wir nicht die natürliche UV-Strahlung verwenden, sondern heute künstliche UV-Strahlung. Entdeckt wurde die Fluoreszenz und diese Leuchterscheinungen, aber doch vom natürlichen Sonnenlicht, eigentlich durch einen Zufall. Es war im Jahr 1852, als der britische Physiker George Stokes einen Versuch machte, eher per Zufall. Es war nämlich so, dass er im dunklen Zimmer saß und Experimente machte, und durch einen Zufall war es so, dass im Vorhang ein Spalt geöffnet war. Und durch diesen Spalt fiel Sonnenlicht. Heute scheint keine Sonne, ich muss das mit der UV-Lampe nachmachen. Es fiel also durch diesen Vorhang Sonnenlicht, und dieser blaue Anteil, dieser UV-Anteil des Sonnenlichts, brachte ein Mineral zum Leuchten. Dieses Mineral war ein Fluorid, der kommt in England vor, und dort leuchtet er auch besonders schön blau. Und deswegen vergab er letztendlich für diese Leuchterscheinung, die wir heute mit künstlichem UV-Licht nachmachen können, die Bezeichnung Fluorid. Es ist aber so, dass nicht nur Mineralien leuchten, es gibt auch Pflanzen und Tiere, die leuchten unter UV-Licht. Wir nennen alle Leuchterscheinungen gesamt Lumineszenzerscheinungen.
Sie kennen vielleicht auch die Glühwürmchen, die in der Nacht leuchten. Hier sprechen wir von Biolumineszenz. Und bei den Mineralien sprechen wir von Photolumineszenz. Diese Photolumineszenz zeigt sich sehr schön, wenn die manchen Mineralien, es sind nicht sehr viele, die im UV leuchten, übrigens nur 1% aller Mineralien. Sie werden sich vielleicht fragen, ja, wie funktioniert das Ganze? Die UV-Strahlung ist relativ energiereich im Vergleich zum sichtbaren Licht. Hier werden Elektronen bestimmter Atome, meistens Metalle, angeregt. Die werden in einen höheren Zustand katapultiert durch diese Energie. Dort können sie aber nicht sehr lange bleiben, fallen dann wieder zurück. Und bei diesem Runterfallen senden sie Energie, sichtbares Licht aus. Ein Teil unserer neuen Dauerausstellung hier im Saal 4 des Naturhistorischen Museums beschäftigt sich mit der Frage der kosmischen Strahlung. Die kosmische Strahlung ist ein Teil unserer natürlichen Strahlungsumwelt. Kosmische Strahlung stammt einerseits aus der Sonne, aber andererseits auch aus vielen, vielen anderen Sternen und anderen Objekten im Weltall, in unserer Galaxie und auch in fernen Galaxien. Kosmische Strahlung besteht aus relativ hochenergetischen kleinen Partikeln, wie zum Beispiel Protonen und ähnlichen Teilchen, die anders auch als Kernbausteine bekannt sind. Wenn diese hochenergetischen Teilchen auf die Erdatmosphäre treffen, dann verursachen sie dort Reaktionen, Kernreaktionen mit den Atomen der Atmosphäre und es werden sekundäre Strahlungsbestandteile gebildet, beispielsweise die sogenannten Myonen oder auch Elektronen und andere Arten von Strahlung. Diese Strahlung durchdringt uns Menschen permanent. Interessanterweise wurde die kosmische Strahlung vom österreichischen Physiker Viktor Hess Anfang des 20. Jahrhunderts entdeckt, als er mit einem Ballon in große Höhen aufgestiegen ist und festgestellt hat, dass die Strahlungsbelastung immer mehr zunimmt. Wenn man also beispielsweise mit einem Flugzeug in großer Höhe fliegt, dann wird man von mehr kosmischer Strahlung durchdrungen als beispielsweise in Meereshöhe. Es gibt aber nicht nur die normale kosmische Strahlung, sondern es gibt auch manchmal etwas ungewöhnliche Ereignisse in unserer nahen Umgebung, im Weltall, in unserer Galaxie. Wenn zum Beispiel ein Stern am Ende seines Lebens angekommen ist und die normale Kernfusion im Inneren des Sternes zu Ende geht, dann stürzt so ein Stern in sich zusammen und dabei kommt es zu einer gigantischen Explosion, einer sogenannten Supernova. Bei so einer Supernova werden sehr, sehr viele radioaktive, aber auch andere Kerne gebildet, die dann in den Weltraum verteilt werden und die dann in Form von großen Gaswolken zum Beispiel auch unser Sonnensystem treffen können, wenn so eine Supernova-Explosion in der Nähe unserer Sonne stattfindet. Und das ist in der geologischen Vergangenheit sehr oft passiert. Und es ist Physikern gelungen, über die Überreste solcher radioaktiver Isotope, die aus Supernova-Explosionen stammen, abzuleiten, wann in der Gegend unserer Sonne solche Eruptionen stattgefunden haben. Beispielsweise haben wir hier ein wunderschönes Objekt, das in der Ausstellung zu sehen sein wird, eine Manganknolle aus der Tiefsee, in diesem Fall des Pazifiks. Und in dieser Manganknolle werden nicht nur Mangan, sondern auch Eisen eingelagert bei der Bildung. Und das ist so ähnlich wie Jahresringe in einem Baum. Da kann man feststellen, wie alt eine bestimmte Ablagerung ist. Und so hat man festgestellt, dass vor etwas über 2 Millionen Jahren eine große Supernova-Explosion in der Nähe unserer Sonne stattgefunden hat, denn die Überreste dieser Strahlung in Form des Isotops Eisen 60 findet man heute noch in diesen dünnen Schichten in einem Manganknoll. Und so gibt es mehrere derartige Supernova-Explosionen, die auf solche Art und Weise dokumentiert sind. Wieder ein spannendes Beispiel, was man aus einem unscheinbaren Objekt herausholen kann.